Herzlich willkommen heute in unserem YouTube-Studio hier bei Optenhoff Technologie GmbH. Heute möchten wir über das Thema Retrofit reden, also Modernisierung von Produktionsanlagen. Wir von Optenhoff haben 30 Jahre Erfahrung mit Retrofit, Anlagen von alten Steuerungen in neue Steuerungen zu überführen. Aber wie sehen die Herausforderungen heute aus in Bezug auf die Digitalisierung, in Bezug auf Daten, in Bezug auf diese Daten einfach zuzugreifen? Und dazu habe ich eine Präsentation vorbereitet, die ich euch hier jetzt gerade am iPad auch nochmal zeigen möchte. Und zwar haben wir OPD ProCare dafür gebildet, einen digitalen Zwilling abzubilden und da drumherum im Prinzip Apps abzubilden. Das machen wir natürlich schon aus der Tradition heraus, also out of the box. Von 1969 machen wir das bis heute 2022. 2022 sind aber ganz andere Herausforderungen, wie eben schon gesagt, als vor 53 Jahren. Daher haben wir uns eine Struktur überlegt, wie wir Kosten einsparen können, wie wir alle Daten aufnehmen können, damit unsere Kunden morgen auch in einer Kreislaufwirtschaft arbeiten können. Und da haben wir im Prinzip aus der Pyramide eine runde Sache gemacht. Wir schauen uns die Pyramide, die klassische, an. Da haben wir die SBS, da haben wir das MES als Manufacturing Execution System. Ups, da habe ich das SCADA-System ganz übergangen in der Richtung. Das kommt natürlich dazwischen. Und die ERP-Ebene. Und das nehmen wir zusammen und bilden ein digitales Asset, einen digitalen Zwilling. Was brauchen wir jetzt dazu? Was brauchen Sie, um im Endeffekt erfolgreich zu sein? Welche Elemente müssen eingesetzt werden, damit Sie schnell einen Erfolg haben, einen Prototypen bauen können, gucken können, lohnt sich diese Struktur für mein Unternehmen? Kann ich das skalieren? Wie kann ich das machen? Das sind die einzelnen Elemente, die miteinander spielen müssen, die miteinander harmonisieren müssen. Und das zu vereinfachen, möchte ich mit Ihnen gemeinsam in den Dialog gehen und mit Ihnen darüber sprechen und auch unsere Lösungen Ihnen zeigen, unsere Strukturen Ihnen zeigen, damit wir gemeinsam die beste Lösung haben und das Silo-Denken in den gesamten Unternehmensebenen abbauen. In der Zukunft gesehen geben uns diese Strukturen natürlich enorm viele Möglichkeiten, enorme Mehrwerte, ob eine künstliche Intelligenz anzubinden oder aber auch dem Bediener im Prinzip die Informationen direkt auf die Brille zu liefern. Das wollen wir tun mit unserem Realware-Partner und TeamViewer, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir mit unserem OPD ProCare auf die Brille kommen. Aber dann können wir die Information direkt dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen und dann sinnstiftend kann er seine Tätigkeiten ausüben. Das war ein bisschen der Überblick. Ich freue mich auf die Terminanfragen und wechsle gerade noch mal in OPD ProCare, was euch erwartet. Das ist dann Flows, das Thema Assets, also der digitale Zwilling, wie können wir den abbilden für den Maschinenbauer, für den Anlagenbauer, für denjenigen, der im Prinzip in der Lebensmittelindustrie arbeitet. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu hier im YouTube-Studio oder auch bei unseren Social Media, ob das Facebook ist, Instagram. Schaut euch unsere Informationen an, auch auf LinkedIn. Und ich freue mich auf eure Terminanfragen. Euer Jürgen Optenhoff.